Liebe Facebook Bayern, auch wenn ihr vielleicht noch gar nicht geboren wart, als dieser Mann seine großartigen Erfolge mit dem FC Bayern München gefeiert hat. Er ist eine Legende, ihr kennt ihn, Katsche Schwarzenbeck, mit mir unterwegs in der FC Bayern Erlebniswelt. Katsche, es hat sich viel getan in den letzten 40 Jahren, sagen wir es mal so. Ja, gerade was Fans angeht, ich habe dir zugejubelt in der Südkurve, ich bin drin gestanden, verstehst, unter der Anzeigentafel, ja, wie es es gehört hat damals. Und wenn ich mir das so anschaue, wie hier, da schau her, der Bernie ist auch da. Bernie, grüß dich. Servus. Gerade was Fans angeht hier, Katsche, der Kids Club, mittlerweile mit 13.000 Mitgliedern, also da hat sich schon was getan beim FC Bayern. Ja, das hat es bei uns in der Zeit noch nicht gegeben. Da war er ja meistens vor dem Spiel, da waren die Leute im Stadion Anstoß und haben aufs Spiel gewartet. Ja. Aber heute ist halt interessant, also den ganzen Tag eigentlich bist beschäftigt als Fan, und ist auch richtig so, ist auch schön. Ja. Es war aber zu meiner Zeit genauso schön, die Fans waren genauso da. Hm. Es ist so schön, was ihr uns auch zur Verfügung gestellt habt, liebe Bayern. Hier sehen wir natürlich, wir haben extra eine eigene Fansektion hier in der Erlebniswelt. Ein Rollstuhl, natürlich schöne Grüße an unseren Rollwagerl e.V., unsere lieben Rollis, die uns seit so vielen Jahren die Treue halten. Katsche, damals gab es ja auch noch in der Südkurve, weiß ich noch, hier schon her, diese Kuppen da was, weißt du, da gab es die Red Angels und was alles. 100.000 Schals. Hat man das, wie wichtig war das damals auch für dich als Spieler, wenn du diese Unterstützung von der Südkurve erfahren hast? Hat man die wahrgenommen als Spieler? Ja, die hast du schon wahrgenommen. Du hast nicht einzelne Sprüche gehört oder was, aber du hast das wahrgenommen, du hast gemerkt, du hast es gemerkt, dass dich unterstützen, dass hinter dir sein. Das war das Gleiche, wenn du auswärts gespielt hast. Das war genau das Gegenteil. Also, musst aufpassen. Aber so daheim, das war immer, hast du gemerkt. Ja. Das sagen ja die heutigen Spieler auch alle, wie wichtig es auch ist, gerade in der Allianz Arena mit den drei Rängen. Aber wenn ich da so schaue, was da sonst so abgeht, immer generell, da muss ich ganz ehrlich sagen, da seid ihr schon der 12. Mann. Hier ist so eine Kurve zum Beispiel. Legendär. Die hat es ja immer schon gegeben. In jedem Fanschrank drin kennen. Die Biggie, die legendäre Biggie. Ja, oder hier eben Tattoos. Also der FC Bayern muss sich um das keine Sorgen machen, Katsche, Gott sei Dank. Damals nicht, heute auch nicht, dass er solche Fans hat. Ja, Gott sei Dank. Ja. Ich danke euch. Wir gehen ja noch ein bisschen weiter mit dem Katsche in der FC Bayern Erlebniswelt hier in der Allianz Arena. Morgen mehr, 14.